Brennnessel, Birkenbaum, Giersch und Spitzwegerich. Über diese Pflanzen haben wir im Wochenthema Kräuter und Pflanzen schon einiges erfahren. Sie wachsen ohne unser Zutun in der freien Natur und tragen zu Schönheit und Gesundheit bei. Aus ihnen kann man zum Beispiel schmackhafte Tees zubereiten. Ohne viel Aufwand und vor allem ohne Kosten. Wir begleiten auch in der letzten Ausgabe wieder unsere Kräuterexpertin Susanna Putz. Und diesmal geht es um den Beifuß. Auch dieses Unkraut ist häufig anzutreffen, der Beifuß. Und dabei verdient auch er das Un vor dem Kraut nicht. Noch im letzten Jahrhundert ist er häufig als Küchenkraut für fette Speisen, wie einem Gänsebraten, verwendet worden. Das ist insofern einleuchtend, dass der Beifuß zu den Wermutgewächsen zählt. Und Wermut ist ja bekannt für, dass er der Galle, der Leber ein bisschen hilft, so auch der Beifuß. Der unterstützt die Gallentätigkeit und so kann man diese fetten Sachen besser verdauen. Doch auch zur Gesundheit trägt er bei. Etwa bei Unterleibsbeschwerden wirkt er krampflösend. Susanna Putz sammelt ihn jedoch aus einem anderen Grund, nämlich zum Räuchern. Dafür ist er weltweit bekannt, im Schamanismus oder bei den Indianern, genauso wie in China. Generell kann man zum Beifuß sagen, er ist eben bekannt dafür, dass er also geräuchert, also tiefe innere Wärme gibt. Er ist ein beruhigendes Kraut, also man kann ihn, wenn man Beifuß jetzt zum Beispiel am Abend räuchert, schläft man besser, es entspannt, es fährt die Nerven ein bisschen herunter und man kann besser schlafen. Anscheinend soll das Räuchern auch bei Störfelder oder sogenanntem Elektrosmog helfen. Für was auch immer. Bevor der Beifuß angezündet wird, muss er getrocknet werden. Dafür werden die Stängel zu einem Bündel zusammengebunden und aufgehängt. Ein bis zwei Wochen sollte das Beifußbündel an einer dunklen Stelle trocknen, bevor es dann geräuchert werden kann.